Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionshandel, unserem Kanal auf YouTube für den Handel mit Optionen, aber auch für den allgemeinen Börsenhandel, also alles, was es zum Thema Börse gibt. Wobei wir uns natürlich hier ganz klar auf das beschränken, was uns am meisten Geld bringt, nämlich den Optionshandel und den Verkauf von Optionen. Heute soll es um ein Thema gehen. Gestern gab es eine Aktie, die ist 50% abgeschmiert und ich habe bei uns im Forum dann auf Facebook gelesen, dass da einige ein paar Trades gemacht haben. Meine Meinung dazu und warum oder wie man mit solchen Dingen umgehen soll, das jetzt hier im aktuellen Video. Also, heute Morgen haben wir es hier kurz besprochen, meine Jungs und ich im Büro. Und zwar gestern gab es eine Aktie, und zwar die Valeant Pharmaceuticals. Und die hat gestern Zahlen gebracht. Und ich kann es euch ganz kurz zeigen. Ich blende euch dann aber auch noch richtig den Chart mit ein. Ne? Hier kann man das sehen. So. Und diese Aktie, die hat geschlossen gehabt am Vortag bei, jetzt muss ich selber mal schauen, da hatte sie geschlossen bei 69,04, hat dann gestern eröffnet bei 53, das sind also schon mal wie viel sind das jetzt Prozent? Gucken wir es uns an. Da sind schon mal 23% niedriger und zum Tagesschluss war die dann sage und schreibe 51% niedriger, denn die hat gestern geschlossen bei 33,51, das heißt, die hat sich halbiert gestern. Und da kommen natürlich jetzt wieder viele, die dann sagen, siehst du, und jetzt stell dir mal vor, du hättest in dieser Aktie einen Put verkauft und dann fällt die 50%, dann zerhaut es dich doch. Und das ist doch der große Nachteil, den die Optionsverkäufer haben. Du hast wochenlang Trades gemacht, hast Geld verdient und dann kommt ein so ein Trade und macht dir alles kaputt. Und das stimmt natürlich nicht, denn, und wir blenden euch hier auch in das Video einmal ein paar Charts ein. Wenn wir uns mal anschauen, was hätte denn vor diesen Earnings überhaupt für den Verkauf von Puts gesprochen an dieser Stelle? Und da muss man sagen, da gab es nur eine einzige Sache, nämlich die hohe angestiegene implizite Volatilität. Das heißt, diese Aktie hatte eine sehr, sehr hohe Volatilität. Die IVR war sicherlich, ich kann es jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, aber vom reinen Blick auf die implizite Volatilität dürfte das auch schon, ja, also sicherlich so bei um die 90% gewesen sein. Das heißt, wir hatten eine wahnsinnig hohe implizite Volatilität und damit auch eine hohe IVR, die sicherlich um die 90 war. Jetzt ist die natürlich nochmal angestiegen und ist jetzt bei 100. So, das war aber auch der einzige Punkt, der dafür gesprochen hätte, hohe oder überhaupt Optionen zu schreiben, wegen der hohen impliziten Volatilität. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen, warum war denn diese IVR überhaupt so hoch? Und die IVR war natürlich so hoch, weil eben gestern vor Börseneröffnung die Earnings herausgekommen sind. Und wir wissen ja, dass es bei vielen Aktien zu einem Anstieg der impliziten Volatilität vor den Earnings kommt. So, und genau das ist hier passiert. Das heißt also, es kam nicht ohne Grund zu diesem großen Volatilitätsanstieg. Und deswegen muss man da schon ja mal ein bisschen aufhorchen, wenn es heißt, hey, warum ist denn hier die Vola überhaupt angestiegen? Und jeder, der sieht, dass eine Aktie eine hohe implizite Volatilität hat, der sollte natürlich mal ein bisschen Recherche machen und sollte schauen, warum hat die denn eine hohe implizite Volatilität? Und der erste Punkt, wo ihr da immer hinschauen solltet, ist natürlich Earnings. Bringt diese Aktie Earnings heraus, also die Quartalszahlen. Und das könnt ihr ganz leicht nachvollziehen, wenn ihr eben beispielsweise schaut auf so Seiten wie earningswhispers.com. Mache ich euch den Link hier unter das Video, damit ihr das nachschauen könnt. Ganz, ganz simpel. Einfach kann man oben das Symbol der Aktie eingeben und dann bekommt man angezeigt, wann sind denn die nächsten Quartalszahlen oder die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ich den klassischen Short-Put mache oder von mir auch einen klassischen Bull-Put-Spread, das heißt also einen Put schreibe und darunter nochmal einen Put zur Absicherung kaufe, dann mache ich das natürlich nicht während der Earnings. Das heißt, genau diese Dinge, die jetzt hier gekommen sind, also dieser Sprung von fast 50% nach unten, das war ja deutlich mehr als die Erwartungshaltung, die man haben konnte.
Und da hat sich, wir werden es nochmal nachrechnen hier mit einer Optionstestsoftware, mit OptionView beispielsweise. Wir gucken mal nach, was vernünftig gewesen wäre zu verkaufen ohne Beachtung der Earnings. Mit Beachtung der Earnings wäre überhaupt nichts sinnvoll gewesen, weil die Aktie natürlich, weil man immer davon ausgehen muss, dass Earnings besonders starke Ausschläge haben. Wer das Ganze übrigens im Rahmen einer Earnings-Strategie macht, da ist das wieder was ganz anderes. Warum? Weil man da ja andere Dinge einplant. Ne? Also da hat man eine ganz andere Herangehensweise an den Trade. Da weiß man auch, was passieren kann und da geht man ganz anders heran. Aber so der klassische Optionsverkäufer, der sagt, ah Mensch, die Aktie gefällt mir, da schreibe ich mal einen Put darunter, der muss natürlich immer auf Earnings achten. So, das war also schon mal der erste Grund, warum man hier definitiv keine Puts hätte verkaufen sollen. Und der zweite Grund, den es gibt, das ist natürlich der, wenn man sich die Aktie mal anschaut, und da machen wir euch hier einen Wochenchart mal darunter, oder man könnte auch einen Monatschart nehmen, diese Aktie ist ja ein klassisches Beispiel für einen Tannenbaum-Chart. Ne? Das heißt, auf der linken Seite ganz, ganz stark nach oben. Die Aktie war 2010, war die ja noch im Bereich von 12. Und dann ist die ja wirklich sage und schreibe, ich guck mal hier, die ist dann wirklich bis zum Hoch 1800% angestiegen. So, dummerweise ist sie aber eben mittlerweile auch schon wieder um jetzt mittlerweile 87% gefallen. Und selbst wenn wir hergehen und sagen, okay, wir gucken uns an, wie sie vor diesen Earnings war, da war sie um roundabout 60, da ist ja auch 75% schon gefallen. Das heißt also, die Aktie war ja in einem ganz, ganz klaren Abwärtstrend. Und jetzt gibt es einfach viele, die machen immer den Fehler und sagen, wenn man Puts verkauft, dann können wir das auch mal gegen den Trend machen. Und ich neige auch zu diesen Dingen, allerdings nur in Indizes. Warum? Weil ein Index immer irgendwo seinen Boden findet. Und der ist in der Regel auch vorher in 4 Jahren nicht 1800% gestiegen. In einer Einzelaktie würde ich das allerdings niemals machen, weil wenn eine Aktie 1800% oder noch mehr steigt und dann 75-80% fällt, dann kann es durchaus sein, dass der nächste Stopp null ist, weil die Aktie, weil die Firma einfach pleite geht. Ne? Und solche Tannenbaumcharts sollten euch immer vorsichtig machen lassen, oder Christbaumchart, wie wir sagen. Warum? Weil die natürlich so einfach ausschauen. Ne? Links hoch, rechts wieder runter. Und da sollte man wirklich wahnsinnig vorsichtig sein. Und selbst wenn ihr solche ganz simplen Dinge macht, wir haben das zum Beispiel in unserer Webinarreihe für kleine Konten sehr, sehr ausführlich besprochen. Gibt es jetzt übrigens gerade die Neuauflage, also die DVDs sind ja jetzt gekommen, habe ich glaube ich sogar, mal schauen, genau, also hier, das war die erste, kleine Konten, und jetzt gibt es die zweite, die Neuauflage, könnt ihr übrigens kaufen, wenn ihr das wollt, alle beide zusammen zu einem wirklich super Preis, ich mache euch einen Link hier unten drunter, und da haben wir sowas sehr, sehr genau besprochen, nämlich, dass man einfach darauf achten muss, dass wenn man Puts schreibt, dann müssen zwei Voraussetzungen oder eigentlich drei erfüllt sein. Vier sogar. Nummer eins, der Gesamtmarkt muss nach oben zeigen. Das machen wir über unsere Morgenroutine. Von der Seite aus hat alles gestimmt, weil die Morgenroutine ist momentan absolut grün. Das heißt, da schaut es gut aus. So. Zweitens, es muss eine hohe implizite Volatilität in der Aktie sein. Hat auch gestimmt. Drittens, es dürfen keine Earnings sein. So, dieser Punkt hat schon mal nicht gestimmt, haben wir gerade darüber gesprochen. Und jetzt viertens, ganz wichtig, die Aktie selbst muss auch in einem Aufwärtstrend sein. Und jetzt ist es natürlich bei Aktien, die gefallen sind, manchmal ein bisschen schwierig, schon wieder so einen richtigen Aufwärtstrend zu definieren. Das dauert manchmal ein wenig, kann man jetzt mit Markttechnik machen oder mit verschiedenen Dingen. Eine ganz, ganz simple Regel, die ihr anwenden könnt, dass ihr einfach sagt, ich nehme einen 21er Moving Average. Das ist wirklich total simpel und da gibt es auch keine Interpretation. Und nur wenn die Aktie darüber liegt, dann verkaufe ich Puts auf diese Aktie. Also keine Earnings, Gesamtbild positiv, hohe IVR und die Aktie selbst in einem Aufwärtstrend mindestens eben über dem Daily 21er Moving Average, noch besser über dem Weekly. Und wenn ihr diese vier Kriterien macht, dann werdet ihr solche Dinge hier immer ausschließen und man sieht es bei dieser Aktie hier sehr, sehr schön. Wie gesagt, Charts sind mit dem Video verlinkt oder beziehungsweise sind mit dabei. Da
seht ihr ganz einfach, dass diese Aktie schon seit Tagen unter ihrem 21er Moving Average war. Und zwar schon seit dem 19.02. Also das heißt, schon seit fast einem Monat war die darunter. Die Aktie hatte Anfang des Monats ein neues Mehrjahrestief generiert. Und das ist definitiv eben nicht die Aktie, wo man sagt, da schreibe ich jetzt Putz, sondern wir suchen uns Aktien heraus, die eben mit dem Gesamtmarkt nach oben gehen. Und deswegen sollte man das jetzt nicht zwingend machen, dass man dann in solchen Aktien hier Putz schreibt, weil das kann und das wird sehr, sehr häufig gut gehen. Weil wenn die Aktie jetzt so ein bisschen seitwärts läuft, ein paar Prozent fällt, ist das kein Problem mit geschriebenen Puts. Wenn die aber natürlich so wie hier dann 50% nach unten durchbricht, dann ist es natürlich nicht so toll, sondern dann hat man wirklich, sitzt man auf großen Verlusten. Und das liegt eben dann nicht am Verkauf von Optionen, sondern das liegt eben dann daran, dass man hier wissentlich einen schlechten Trade gemacht hat. So, wir wissen alle, es kann immer mal eine Nachricht geben, uns kann auch mal sowas überraschen, wenn alles insgesamt gut ausschaut, aber man sollte eben immer versuchen, die Wahrscheinlichkeiten, die wir haben beim Optionshandel, auf unsere Seite zu bringen und eben diese ganzen Missstände auszuschließen und eben eine Aktie, einen Put zu verkaufen auf einer Aktie, die im Abwärtstrend ist, das macht definitiv keinen Sinn. So, jetzt habe ich bei uns auf Facebook in der Gruppe gelesen, dass einige jetzt gestern nach diesem Einbruch schon angefangen haben, wieder ein paar Puts zu schreiben. Das ist vielleicht mein Thema fürs nächste Video. Da werde ich auch noch was dazu machen, werde euch dazu was sagen. Macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Was ist da riskant, was ist da nicht riskant? Und das schauen wir uns dann in Ruhe im nächsten Video an. Jetzt würde mich erstmal interessieren, habt ihr solche Kriterien? Also geht ihr da hier ganz zielgerichtet vor? Schaut ihr euch solche Sachen an? Und falls ja, wie macht ihr das? Macht ihr das nicht? War vielleicht jemand sogar in der Aktie drin? Ich hoffe nicht. Und wenn, dann short. Und hat vielleicht Calls geschrieben. Das wäre immerhin eine clevere Variante gewesen. Hätte ich übrigens allerdings auch nicht gemacht, weil das gegen den Gesamtmarkt ist. Und schreibt mir einfach mal. Bewertet dieses Video. Über einen Daumen hoch freue ich mich, abonniert diesen Kanal, denn hier gibt es jetzt in Zukunft immer mehr auch solche Beispiele, wo man was lernen kann. Also nicht nur so allgemeine Sachen zum Optionshandel, sondern immer mehr ganz konkrete Beispiele. Und damit ihr da keins verpasst, abonniert einfach diesen Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.